Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fishing Planet und ich ändere jetzt mal ein bisschen die Location hier, bin hier vorne hingegangen, weil irgendwie da hinten überhaupt nichts mehr beißen will, deswegen dachte ich mir, versuchen wir es einfach hier nochmal, ansonsten wechseln wir den Chat einfach mal aus gegen den Weißen und versuchen es damit nochmal. Und ja, einfach mal versuchen hier. Vielleicht habe ich ja hier mehr Erfolg. Dann machen wir das Stop and Go hier. Ja, da war gerade was. Aber ich konnte den Haken nicht setzen irgendwie. Ja gut, momentan habe ich das Gefühl, dass der hier nicht so wirklich funktionieren will. Deswegen gehen wir mal auf den Twitcher rüber. Versuchen es mit dem nochmal. Mit dem anderen lief es nämlich jetzt überhaupt nicht die letzten Mal. Ich habe einen Pilz 5-6 Mal ausgeworfen gehabt und es wollte einfach nicht funktionieren. Deswegen twitchen wir mal ein bisschen. Vielleicht haben wir damit mehr Erfolg. Natürlich schön. Da war auch gerade was. Jo, da haben wir was. Twitchen scheint gerade eher zu laufen. Wir machen jetzt auch den ersten Dings hier, den ersten Sack voll, beziehungsweise den ersten Setzcacher. Und den werden wir dann gleich verkaufen. Ups, ich gehe mal ein bisschen raus hier, damit wir die auch schön spannen können. Bei dem hier sind natürlich die kleinsten... Oh oh. Der bringt mich hier auf meine maximale Distanz gerade. Ja, 48 Meter. Darf der nicht erreichen. Ansonsten ist Ende. Aber er zieht zum... Was ist das denn? Das ist schon wieder dieser komische Sprung, das ist echt ein bisschen weird. Was soll denn das? Mit den Fischen los hier. Den Sprung hatten wir auch in der letzten Folge, ich glaube das war die letzte Folge, ne, wo wir diesen komischen Sprung wieder hatten. Das ist mega, mega weird, ohne Witz. Ja, Regenbogen-Trophäe hier. Schön. Trotzdem weird. Ich brauche unbedingt eine längere Schnur. 48 Meter, das ist nix, ey. Da war gerade was, aber konnte wieder nicht den Haken setzen. Beziehungsweise, ne? Ich ihn halt dran habe.
Oh ja, da ist einer. Na, kriege ich dich so rausgezogen? Ja, sehr schön. Was haben wir denn hier? Ein Schwarzbarsch. Auch schön. Und jetzt sollten wir mal langsam verkaufen hier. Das machen wir jetzt auch mal. Wir gehen jetzt zum nächsten Tag hier. Der nächste Morgen. Wir werden alles verkaufen und haben insgesamt 4200 gemacht. Das hat sich auf jeden Fall echt gelohnt und auch ordentlich EP. Also das hat sich richtig gelohnt hier. Wir können leider gerade nicht die Zeit wechseln, weil wir ja kein Premium haben und das Spiel uns ja so ein bisschen dazu verlocken möchte. Wegen, ach komm, hol doch Premium. Könntest du die Zeit umstellen? Ja, finde ich immer so ein bisschen... Wir müssen die Zeit gar nicht umstellen, sehe ich gerade. Finde ich immer kacke. An so Premium-Titeln. Premium nennt man es, glaube ich. Da haben wir auch schon einen dran. Das Problem ist halt mit der hier, ich glaube 48 Meter reichen nicht. Eine 48 Meter werden nicht reichen. Ich denke, wenn wir da einen Dicken dran haben und der rausschwimmt, dann... Ja, gute Nacht. Das wird nicht funktionieren. Da haben wir einen, sehr schön. Der erste für den neuen. Zack. Und wir können auch gleich mal was probieren. Und zwar, ob jetzt mittlerweile der andere wieder gut funktioniert oder nicht. Weil ich, wie gesagt, mit dem bin ich lieber. Ne? Der hat 80 Meter und der andere hat einfach mal hier... Ja, 48, das ist nix, ey. Das ist Bagel, das ist gar nichts. 48, ja. Was haben wir denn gerade hier eigentlich drauf? Das ist doch die Braid hier, oder? Braid 15, ja. Jetzt ist wieder gut. Jetzt ist gut. Jetzt können wir theoretisch auch mit der machen. Aber nehmen wir mal die. Das war meine Schuld. Es lag doch nicht an der Angel, doch nicht an der Spule, es lag an mir. Tut mir leid. Habe ich mich ja völlig umsonst beschwert. Lag ja gar nicht daran. Ach so, genau. Versuchen wir es nochmal auf die gute alte Weise hier. Lief so gut das eine Mal. Hatte ich so viel dran. Einer nach dem anderen. Aber jetzt wollen sie den so gar nicht mehr. Liegt vielleicht auch am Köder. Vielleicht haben sie keinen Bock mehr auf diesen... Eben Jigkopf da. Na, wie ihr seht. Das ist halt, ne? Überhaupt nicht. Geht überhaupt nichts.
Deswegen würde ich sagen, testweise mal den anderen ran hier. Den weißen. Vielleicht geht der besser. Außerdem mache ich mir eben kurz ein Käffchen hier. Weil mit Kaffee ist alles geiler. Erstmal absinken lassen. So, ich trinke erstmal mein Käffchen und wir gucken mal, ob das hier irgendwas bringt. Ah, da war irgendwas. Ich weiß nicht warum, aber Stop and Go ist gerade sowas von tot bei mir. Das könnt ihr echt vergessen. Deswegen, wir machen Twitcheln. Vielleicht am nächsten Tag oder ein bisschen später können wir es nochmal probieren. Da vorne ist Marcel wieder. Ja, versuchen wir es mit Twitchen. Der Narrow Spoon funktioniert ja eigentlich wirklich wunderbar hier. Da ist wieder was dran. Sehr schön. Ne, ich sag ja, momentan Narrow Spoon funktioniert irgendwie, der andere irgendwie nicht. Obwohl das wie ein Wundermittel war den ersten Tag. Das war richtig krank, wie viel da dran war einfach. Ich glaube, das liegt so ein bisschen an der Spule. Die Spule hier habe ich viel, viel lieber als die andere. Die andere zieht so komisch ein. Mit der hier kann ich richtig gut reinholen. Mit der anderen ist das irgendwie so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, aber die hier fühlt sich, finde ich, besser an. Da habe ich die ganze Zeit auch richtig schön stramme Schnur. Gar kein Problem, die irgendwie stramm zu halten, ne? Gott, das klingt, als würden wir hier über Viagra reden, ey. Nee, aber damit funktioniert das ganz wunderbar. Wir haben jetzt hier so einen starken dran, also der zieht ganz schön. Aber ihr seht, ne, ich kann sehr viel schneller die Schnur wieder gerade bekommen, oder straff bekommen, das ist gar kein Ding. Auch wenn er mal mir entgegenschwimmt, beziehungsweise hier ein bisschen nachlässt. Das geht sehr, sehr schnell wieder hoch. Und bei der anderen irgendwie nicht so. So hier, ne, schnell, schnell wieder. Der ist auf 40 wieder rausgeschwommen. Der liefert mir aber einen ganz schönen Fight. Dabei haben wir noch gar nicht, ne, überhaupt nicht viele im aktuellen Setzcacher. Dann haben wir gleich so einen Brockenkampf hier. Aber
Aber wer weiß, vielleicht habe ich ja genug Geld, nach den 3 Tagen hier mir irgendwas Neues zu kaufen, was uns das vielleicht so ein bisschen vereinfacht. Ne, keine Ahnung, aber mal sehen. Meter. Ja, schwimmt zumindest nicht mehr bis 40 raus gerade. Okay. Ich nehme es zurück. Na, doch nicht. Doch nicht 40. Er wird langsam schwächer. Lassen wir ihn ein bisschen chillen. Sich ein bisschen austoben da. Oh doch, da geht er auch. Da geht er auch. Ja, der hat so Phasen, ne? So als ob da, keine Ahnung, seine. Da geht er richtig ab. Ich ziehe jetzt einfach weiter. Ja, der ist hier vorne. Die unbedingt austauschen hier. Ich glaube, das Problem ist nicht die Angel, sondern meine Spule. Und ich denke, ich kann mir nach diesen 3 Tagen bestimmt eine neue holen. Für den. Das wäre wirklich toll. Na komm. Und da haben wir ihn. Oh, das ist ein dicker. Oh, einzigartige Regenbogenforelle. Ich hatte schon vermutet. Und ja, wieder eine einzigartige, so früh. Schon mal ein guter Start hier. Aber Jesus fucking Christ, ey, wir brauchen unbedingt eine andere Spule. Was sie bei Twitchen angebissen hat. Ja. Ist sehr erfreulich. Also ich kann mit Sicherheit sagen, dass hier Twitchen on Stop and Go super funktioniert. Das ist wirklich ganz große Klasse. Mal sehen, ob wir was dran bekommen. Oh ja, da ist was. Wieder so ein dicker. Na, nee, der scheint ein bisschen weniger Feuer im Arsch zu haben hier. Ah, ja, den holen wir schön ran hier. Wehrt sich zwar auch ein bisschen, aber ist nicht ganz so krass wie der andere. Ja, ein bisschen wehrt er sich halt. Könnte eine Trophäe sein. Ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Ah, nee, ist noch zu. Hat noch zu viel Power.
15. Ich sage ja, ich wünschte, ich hätte eine bessere Bremse. Gerade. Deswegen müssen wir die Spule mal austauschen, ne? Da ist ja die Bremse dran. Ich glaube, das war hier so, dass man die Bremse ja nicht irgendwie separat kauft oder sowas. Wie gesagt, ich im realen Leben angel ich nicht. Deswegen da muss ich mich jetzt erstmal wieder so auf den neuesten Stand bringen. Mich da wieder so ein bisschen reinfuchsen und mein Wissen auffrischen. Aber... Ah, da, Mann. Sehr schön. Eine Trophy. Sehr schön. Aber übrigens, die sehe ich immer daran, dass das unten rechts in Steam immer angezeigt wird. Trophäensammler und so, dass ich dann Fortschritt erzielt habe. Das muss ich unbedingt mal ausstellen. Oh, ich habe gar nicht gesehen. 21 Minuten, meine Lieben. Das heißt, ich muss leider die Folge auch schon wieder beenden. Das heißt, ich werde an der Stelle die Folge beenden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen nie vergessen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und werden ja am zweiten Tag hier arbeiten. Und ja, wie gesagt, am Falcon Lake werden wir jetzt eine Zeit lang sein. Das liegt einfach auch daran, dass ich einfach die Zeit, die ich hier habe, auch nutzen muss, auch aufnahmetechnisch, weil ansonsten ja, wird es ein bisschen schwer, dieses ganze Ding hier überhaupt fortzuführen. Also, bis dann, ich wünsche euch was und... Tschüss.